Wir haben uns ein sehr farbiges Programm ausgedacht hier, auch mit einem Stück, einem ganz neuen Stück von mir, Elegie, ein Werk, das basiert auf den letzten Takten, die Richard Wagner geschrieben hat vor seinem Tod in Venedig 1883. Und da waren einige Takte Wagners für mich wie eine Obsession und ich habe versucht, es mit meinen musikalischen Mitteln weiterzudecken. Dann haben wir das Violinkonzert von Max Bruch, das berühmte, das jeder Solist liebt. Und wir werden mit Ray Chen einen einzigartig prominenten Geiger haben, einen Geiger, der aus Taiwan oder Australien kommt und seine Kunst hier in Mitteleuropa zunehmend hörbar macht. Er ist außerordentlich erfolgreich und wir glauben, dass er im Mittelpunkt dieses Konzertes ganz wunderbar stehen wird. Im zweiten Programmteil dann zwei Werke von Enescu, ein Komponist, der keineswegs so bekannt ist wie andere Komponisten, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts ihre Werke geschrieben haben. Einige wie Zemlinsky, Schreker, Korngold sind ja mittlerweile durchgesetzt, kann man sagen, im Musikleben. Enescu ist es noch nicht. Aber es gibt zunehmende Bestrebungen und ich mache mich sehr daran beteiligt zu sein, die seine Sinfonien insbesondere aufführen, aufnehmen. Und ich glaube, diese vierte Sinfonie, die wir hier machen werden, ein Werk aus den 30er Jahren, ist ein besonders prominentes Stück für die musikalische Ästhetik Enescus und wird ganz sicherlich die Hörer erreichen. Hinzu kommt noch ein kleines Fragment, Nuage, das wir ausgegraben haben und das in berückender musikalischer Schönheit den zweiten Programmteil einleiten wird. Was mein eigenes Stück anbelangt, die Elegie, hoffe ich einfach, dass wir ein ganz stilles Publikum haben, das dieses Werk, das manchmal an der Hörgrenzschwelle angesiedelt ist, mit sehr feinen, zerbrechlichen Texturen herüberkommt, dass auch die Stille als etwas Wunderbares empfunden wird. Kein großes Aufrauschen, sondern ein auch auf sich selbst hören in dieser Musik, dass dies verstanden wird. Ich glaube, es ist nicht schwer zu hören, aber es setzt eine bestimmte Sensibilität der Wahrnehmung voraus. Und bei Enescu hoffe ich, dass einfach die Aufführung dieser Sinfonie etwas freisetzt, sich mehr mit diesem Komponisten zu befassen. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von CDs. Ich habe auch zwei produziert, auch mit dieser vierten Sinfonie. Ein Stück, das man hoffentlich gerne nachhören wird. Das wäre die Botschaft eigentlich dieses Konzertprogramms. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Orchester, das mit großer Klangintensität, Schönheit, Genauigkeit arbeitet, sehr auf sich auch hört. Da merkt man, es sind sehr viele Musiker im Spiel, die gerne Kammermusik machen. Das setzt ja voraus, das aufeinander eingehen. Also ich bin wirklich begeistert von der Zusammenarbeit mit dem RSB.